Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Hand of Fate. Und schon Frage, ich habe jetzt überlegt, ich mach's so, weil ich will echt irgendwie, will ich es schaffen, diese blöde heilige Mission von ihm, das will ich fertig kriegen. Ich hoffe ehrlich, der Abt erwartet dich am Eingang zu den labyrinthartigen Grüften tief unter der Stadt Rodero. Ich hoffe echt, dass das das letzte Kapitel ist. Ich will nicht, dass es danach noch weitergeht. Wir nehmen den Mönch jetzt doch nochmal. Aber ich werde mich mühen, nicht so rücksichtslos zu sein, was gewisse Situationen angeht. Also zum Beispiel eben jetzt diese Blutauktion, wo ich beim nächsten Mal jetzt garantiert 70 Leben oder so zahlen muss. Dass wir sowas dann nicht mitnehmen, sondern gezielt aufheben für eine Runde, wo wir dann vielleicht mal den Löwenprinzen spielen oder sowas. Und werden den Mönch jetzt doch weiterspielen, weil ich... Das ist die letzte Chance, dass wir ihn irgendwie weiterkriegen. Und das ist halt einfach super ärgerlich, wenn man das jetzt nicht hinkriegt. Und ich würde es irgendwie ganz gerne wenigstens bei einem Charakter schaffen, die Storyline durchzukriegen. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir das nicht hinbekommen. Wenn wir das jetzt nicht wenigstens beim Mönch machen. So, ich muss sagen, ich finde es an sich geil, dass die alle eine eigene Storyline haben. Aber die sind ja teilweise so lang und es sind so viele, dass es echt schwierig ist, die überhaupt alle zu Ende zu bekommen. Geschweige denn, das Spiel nicht nochmal irgendwie wiederholen zu müssen oder so mit etlichen bereits besiegten Gegnern, um diese Storylines von denen überhaupt zu bewältigen. Das ist halt so schwierig, finde ich. Aber okay, egal. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wir legen direkt los und ich will auch gar nicht groß Zeit verschwenden. Heilige Mission, Kapitel 4. Ich bin gespannt, ob wir die relativ zeitig bekommen und ob wir die auch bewältigen können. Ihre 10 Gesundheit pro Fluch, 5-mal drin, fängt schon richtig gut an. This thing I have created, I can hardly bear the sight of it now. Okay, Berserkerring. I've worked my way through its many convolutions so many times. Run through these conversations in my mind, over and over again. Wondered how it all ends. Will I ever know the truth? Also wenn es wohl irgendjemand erfährt, dann du, weil du ja anscheinend unsterblich bist. Und unfehlbar vor allem auch. Kennen wir schon Berserkerring? Immer wenn wir innerhalb eines Kampfes 6 Gegner oder mehr töten, also jeweils 6 Gegner getötet haben, kriegen wir 30 Gesundheit dazu. Das ist eigentlich schon ein richtig geiler Ring, finde ich. Also gerade in Kämpfen, wo man auf mehrere Gegner trifft, braucht man ja auch gerne mal ein bisschen mehr Leben. Oder verliert man auch gerne mal ein bisschen mehr. Und dementsprechend ist es da auch ganz geil, wenn man sich dann heilt. Oh, eine neue Karte. Das Labyrinth. Okay. There's a token in it for you, if you win. Du folgst der Stimme des Jägers tiefer in die steinernen Gemäuer. Auf den ersten Blick scheinen sie heruntergekommen, doch du bemerkst Anzeichen dafür, dass sie noch benutzt werden. Neue Fackeln hängen an den Wänden und du kannst ein Wirrwarr von Fußspuren im Staub ausmachen. Warum der Text auf einmal so klein ist? Gänge führen ab und winden sich in alle Richtungen. Als ich einst mit meiner Jagd auf die Bestie begann, hielt ich sie für eben das, ein stumpfsinniges Tier mit unstillbarem Blutdurst. Die Stimme des Jägers scheint nun von allen Seiten zu kommen. Es kämpfte, wütete und verschlang scheinbar ohne irgendein Ziel. Mit der Zeit entdeckte ich jedoch, dass der Wahnsinn der Bestie doch Methode hat. Der weiße Minotaurus verfügt über Macht, der nichts gleichkommt, doch er verfolgt seine eigene Art ebenso inbrünstig, wie ich ihn jage. For eons I have waited for an appropriate player. It seems there are more eons ahead. Die sich verzweigenden Pfade des Labyrinths beginnen, dich zu verwirren und zu desorientieren. Ich kann dir nicht sagen, aber es ihm um... Ich kann dir nicht sagen, warum, ob es ihm um Familie oder Nahrung geht. Die Stimme des Jägers hallt leise aus der Dunkelheit, nun weiter entfernt. Ich will dich nicht mit weiteren Einzelheiten langweilen. Vielen Dank dafür. Es reicht wohl zu sagen, dass dieser Ort die perfekte Falle ist. Doch jede Falle braucht einen Köder. Und das Problem ist, dass mein Köder hungrig ist. Ich dachte für einen Moment, dass er uns als Köder betrachtet. Ich blicke gerade nicht ganz durch. Ah. Der alte Weiße hat meinen Köder nicht geschluckt.
aber du bist mein Trost, Preis. Aus dem Dunkeln heraus hörst du das Kratzen von Metall auf Stein, gefolgt von einem markerschütternden Brüllen. Damit wir uns richtig verstehen, ich schließe dich hier mit ihnen ein. Du hast dich besser geschlagen als die meisten, doch hier trennen sich unsere Wege. I have never seen the like. Du machst dich bereit für den Kampf. Eine eindrucksvolle Kreatur, wo du vermutlich nie allzu geneigt warst, sie zu bewundern. Oh doch, wie ich das war. Ich richtig Bock drauf gegen den Skimmer, wenn wir mit Standardausrüstung da reingehen. Großes Gebiet. Ich vermute, wir müssen sehr häufig ausweichen, weil er schnell angreifen wird. Oh, großer Angriffsradius wahrscheinlich auch. Was geht? Der hat aber. Au! Boah, 7 Damage macht er mit einem Schlag. Gut, so ein Dings war krasser. Der hat dann gern mal seine 12 Schaden gemacht, so ein Lava-Golem. So, komm mal an hier. Ist okay. Nimm dir Zeit. Drauf. Autsch. Okay, ein Schlag maximal. Ich würde sagen, wir machen das ganz entspannt. Wir haben Zeit. Wir passen es auch entsprechend an. Jetzt kommt er wieder angerannt. Einmal ein Treffer. Und das war's dann erstmal wieder für den Anfang. Immer schön ein nach dem anderen. Ich glaube, so funktioniert das am besten. Jetzt kann er wieder anstürmen. Au, fuck. Oh, damit macht er 12 Damage. Alter. Okay, wir müssen wirklich überlegt vorgehen. Gibt's da Kamerafehler? Einmal passierter Schlag und ausgewichen. Der braucht wahrscheinlich irgendwie 10.000 Treffer, ne? Musik ist ganz nice. Ah, fuck, okay, ich hätte nach oben ausweichen sollen. Alter. Du kriegst es auch nicht wirklich hin. Ich überlege gerade nach einer Stelle zu gucken, die ein bisschen besser ist. Oh, ich hab den gar nicht kommen sehen. Die Kameraführung ist voll scheiße. Alter. Okay, ich muss viel vorsichtiger sein. Aber hier oben rechts ist, glaube ich, ein kleines bisschen besser von der Entfernung. Dann läuft er nicht immer ganz so weit. Ich würde gerne mal wissen, ob der Schaden auch dadurch bekommt, dass er gegen diese Wand gegenrennt immer. Und wie viele Lebenspunkte er noch hat. So ein klassischer Gegner-Lebensleiste, die oben im Bildschirm ist, das wäre schon ganz praktisch. Oh oh. Okay. Das wäre schon echt super praktisch, dass man einfach so sieht, okay, der hat jetzt noch ein Drittel seiner Leben oder. Wie er so ganz entspannt ankommt, so. Guter Mann. Ja, komm ran hier. Also wird ein langer Kampf werden auf jeden Fall. Wahrscheinlich geht die ganze Folge über den ganzen Kampf. Aber das Ziel ist schon. Anders geht's nicht. Man muss ganz entspannt rangehen. Ja, haut zu. Ach ja. Ihr seht ja, was passiert ist, als ich ein bisschen aggressiver versucht habe, das Ganze zu klären. Das waren dann 50 Lebenspunkte Damage, beziehungsweise unsere halben Leben. Und so geht das halt halbwegs. Ich glaube, hier werden tatsächlich diese Handschuhe und dieser Helm, der die Geschwindigkeit erhöhen, beide ganz praktisch. Okay, da haben wir den Schlag verschenkt. Ich könnte auch mal so einen Schildschlag vielleicht ausprobieren. Ah ne, der bringt nichts. Okay. Also betäubt ihn nicht für einen kurzen Moment oder so, wie es bei leichteren Gegnern der Fall ist. Wahrscheinlich, weil er halt ein schwerer Gegner ist. Ach ja. So. Bin gespannt, über wie viele Folgen der Kampf jetzt hier gehen wird. Boah. Das war eng. Thank you.
Ist aber auch noch nicht der weiße Minotaurus, fällt mir gerade so auf, ne? Also meint ihr, er hatte ein potenzielles Opfer quasi, wie nennt man das, wie hat er das gesagt? Er hat eine potenzielle Beute für ihn, um die Falle zuschnappen zu lassen. Einen seiner Art anscheinend, in dem Fall, weil er die ja auch jagt. Aber das ist kein weißer Minotaurus, folglich. Das ist noch nicht der Endboss, das heißt, der wird wahrscheinlich nochmal eine Ecke härter sein. Na los, komm. Gib doch einfach auf. War eh zu schnell für dich. Ach ja. Gut, ich weiß, meine Lebenspunkte sprechen ein ganz andere Worte, aber... Ich wette, ich gehe am Ende doch noch drauf, weil ich irgendwo das total vergeige. Als haut er eh nochmal drauf. Das heißt, er hat eine ganz klassische Angriffsabfolge, die er auch nicht ändert. Das heißt, er kommt immer mit einem Angriffssturm an. Fuck. Er kommt immer auf jeden Fall mit einem Angriffssturm an. Und danach kommt er mit seinen normalen Angriffen quasi. Das ist immer abwechselnd. Wenn man zu weit weg steht, dann kommt er ran, um seinen Angriffssturm oder whatever fertig zu machen. Ah, fuck. Weg, weg, weg. Oh, shit, ey. Ich wusste, dass sowas passieren wird. Ich hoffe, wir haben genug Zeit. Wir kriegen schnell genug tot, dass sowas da nicht in die Hose geht. Wegen solchen Kleinigkeiten. Alter, ey. Puh, Mann, ich würde so gern wissen, wie viel Leben er noch hat. Gott, ey, das dauert noch Ewigkeiten. Ganz ehrlich, ich finde, ein Boss sollte nicht unbedingt einfach nur viele Leben haben, sondern halt auch irgendwie schon stark sein aufgrund seines Spielverhaltens quasi, auf seiner Spielmechanik. Das heißt, man muss halt und... Also der Kampf, solange man nicht irgendwie an Aufmerksamkeit verliert und anfängt... Da war es das. Und anfängt leichtfertig zu werden, war der Kampf jetzt eigentlich nicht so schwer. Also wenn du halt wirklich einfach geduldig, wie ich es dann auch gemacht habe zum Ende hin, immer schön ausweichst und nur hin und wieder einen Schlag machst, dann war der Kampf echt machbar. Nachdem du den Minotaurus besiegt hast, bemerkst du weitere Geräusche im Dunkeln. Da du weißt, dass du nicht die Kraft hast, dich weiteren Gegnern zu stellen, ja, bleibt dir nur die Möglichkeit, aus dem Labyrinth zu fliehen. Du jagst durch das Labyrinth auf verzweifelter Suche nach dem Ausgang. Ich glaube, die ist positiv. Nein! Scheiße. Du erkennst keinen der Gänge wieder, die du auf deiner Flucht durchquerst. Du jagst durch das Labyrinth auf verzweifelter Suche nach dem Ausgang. Ich wette, wenn wir hier zu oft scheitern, werden wir noch auf weitere Gegner treffen. Ich glaube, die ist positiv. Ja! Boah. Gott, ey. Auf deiner Flucht durch das Labyrinth kommst du an eine Stelle, die dir bekannt vorkommt. Oh, echt? Das geht trotzdem noch weiter? Oh Gott, ey. Scheiße. Also entweder die hier oder die hier. Ich glaube, die ist positiv. Ja, boah, gute Entscheidung. Gute Entscheidung, die links war nämlich schlecht. Auf deiner Suche kommst du an eine Stelle, die bekannt vorkommt und wir suchen weiter. Ah, nee. Schließlich findest du den Ausgang, doch wie versprochen hat der Jäger ihn verschlossen. Hinter dir nähern sich die Geräusche deines unmittelbaren Untergangs. Okay, es klingt ja gut. Du wirfst dich gegen die Tür. In der verzweifelten Hoffnung, dass sie durchbrochen werden kann. Die Klänge deiner Verfolger kommen näher. Wieder und wieder rammst du deinen Körper gegen die Tür. Oh. Oh, 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 oh. Oh, heilige Scheiße. Ich hoffe, das ist positiv. Nein! Scheiße. Du prallst mit kaum merklicher Wirkung von der Tür ab. Der Geber zieht dir eine Gesundheitsverlustkarte. 10 Gesundheit pro Fluch verloren. Wir haben von Anfang an 2 Flüche. Die Kleine deiner Verfolger kommen immer näher. Wieder und wieder rammst du deinen Körper gegen diese Tür. Oh, scheiße, Alter. Komm schon. Jetzt wäre Doppelziehen eigentlich echt nice. Ich glaube, die ist blöd. Nein, Mann, das gibt's doch gar nicht! Oh, scheiße.
10 Gesundheit pro Fluch und wir sind raus. Each step brings pain. Ach, Mando. Kriegen den Token nicht. Und das war gleich die erste Bewegungskarte, ne? Oh, wir kriegen gar nichts. Oh, Mando, ist doch scheiße. Okay, Prinzip kann man an der Stelle auch prima die Folge beenden. Also wir haben glorreich gegen den Minotaurus gekämpft, müssen irgendwann nochmal gegen ihn kämpfen, wissen jetzt, wie wir ihn besiegen können. Es ist, glaube ich, ziemlich sicher nicht der weiße Minotaurus gewesen. Das heißt, wir werden irgendwann später, die Questline wird auf jeden Fall noch weitergehen, wir werden irgendwann den Jäger wahrscheinlich nochmal besiegen können und auch den weißen Minotaurus dann. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, also morgen Abend. Ich hoffe, ihr könnt mit der Entscheidung der Wahl des Charakters leben und ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass wir jetzt doch gescheitert sind. Weil das war echt doch schon zu 90% ziemliches Glück, worum es ging und ja, schon ärgerlich, dass wir dann da an der Stelle gescheitert sind. Aber hey, was will man machen? Beim nächsten Mal hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.